Hallo, mein Name ist Ute Jung vom Sportverein Kirchvers e.V. Mit dem kostenlosen Bonusprogramm von der Volksbank Mittelhessen konnten wir durch die Teilnahme an einem Förderwettbewerb 5.000 Euro gewinnen. Danke dafür, sagt der Sportverein Kirchvers. So, herzlich willkommen bei der heutigen Pressekonferenz nach dem ersten Spiel der neuen Saison von der HSG Wetzlar gegen den TBV Lemgo Lippe mit dem Endstand von 27-25. Dabei waren 1813 grün-weiße Fans in der Rittal Arena zu Gast. Hier oben auf dem Podium darf ich begrüßen die beiden Trainer Florian Kehrmann und Ben Matschke sowie die beiden Spieler Stefan Czawor und André Kogut. Jetzt beginnen wir ganz klassisch mit der Äußerung des Gästetrainers von Florian Kehrmann. Ja, schönen guten Abend. Erstmal herzlichen Glückwunsch an die HSG Wetzlar und Ben für den verdienten Sieg. Ich fand, sie waren heute im Handball entscheidenden Dingen, sie sind einen kleinen Tick besser. Ich glaube, sie waren mit ein bisschen mehr Emotionen dabei. Sie haben ein bisschen konsequenter abgeschlossen, haben vielleicht auch noch ein kleines bisschen leidenschaftlicher verteidigt mit Hilfe des Publikums und konnten so eigentlich das Spiel immer mit 1, 2, 3 Toren diktieren. Wir konnten eigentlich immer nur reagieren. Wir mussten gut Angriff spielen, damit wir im Spiel bleiben, weil wir es hinten nicht geschafft haben, zu Ballgewinn zu kommen. Wetzlar hat sehr zäh gespielt, sie haben wenig Fehler gemacht, haben dann immer noch versucht, irgendwo Abschlüsse zu finden, wo wir nicht ins Tempospiel kamen. Und das hat es uns schwer gemacht. Und dann ab der 40. Minute machen wir 1, 2 Fehler zu viel. Und da geht dann ein Spiel dann in Wetzlar. Ich glaube, wenn zwei Mannschaften dann eigentlich auf Augenhöhe sind, dann eher schnell weg. Dann war sicherlich auch ein Faktor, dass Wetzlar heute die größere und breitere Bank hatte. Wir hatten noch wieder kurzfristig einen Ausfall mit Freddy Simak. Haben jetzt schon wirklich 3, 4 wichtige Spieler nicht dabei. Und dann merkt man schon in so einer englischen Woche, gerade am Anfang nach der Vorbereitung, fehlen vielleicht die letzten Körner. Aber auch das werden wir aufarbeiten, werden wir mitnehmen. Wir haben jetzt kurze Regeneration und dann bereiten wir uns schon auf Leipzig vor, weil am Donnerstag in Lemgo dann die Hütte brennen muss und ähnlich wie hier in Wetzlar, und das muss man auch mal sagen. Ich habe mich hier sehr gefreut, hier zu spielen bei der Stimmung, und das war toll und ist ein erster guter Schritt mit Zuschauern zurück in die Hallen. Danke. Vielen Dank für das Statement. Wir machen weiter mit der Stimme von Ben Matschke. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Sieg. Ja, danke Flo, und ich bin schon erleichtert. Also das war, und ich bin froh über die Analyse, die jetzt Flo gemacht hat, weil das war jetzt genau unser Thema die letzten 2 Tage nach Berlin. Wirklich einen emotionalen Handball zu spielen, einen leidenschaftlichen Handball bei Rückkehr der Fans mit einer wirklich sehr beweglichen, guten Deckung und mit ganz viel Engagement. Und es ist so anstrengend und so schwer, gegen Lemgo zu spielen, und nicht umsonst sind sie Pokalsieger geworden. Flo war Trainer des Jahres, absolut verdient, und ich habe im Vorfeld gesagt, mich wundert nicht, würde nicht wundern, wenn diese Mannschaft unter die Top 6 kommt, weil sie einfach kaum Fehler macht, sehr intelligent verteidigt und auf dem Niveau mittlerweile adaptiert. Das ist sehr schwer zu bespielen, und deshalb bin ich sehr glücklich, dass wir das in den 2 Tagen mit Fans so hinbekommen haben, dass wir hier gewinnen konnten. Ich wünsche euch wirklich alles Gute, Flo und André. Wir kennen uns ja schon seit 10, 15 Jahren. Wir haben zusammen gespielt. Bleibt gesund und dass ihr eure Ziele erreicht. Vielen Dank. Dankeschön. Wir geben das Wort an den Lemgoer Spieler André Kogut. Ja, hallo zusammen. Von mir auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Wetzlar. Was war das Spiel verlief? Ich denke mal, in der ersten Halbzeit haben wir uns eigentlich auch oft gute Chancen rausgespielt vorne. Haben dann sind dann an Klimke ein paar Mal gescheitert, auch frei. Hinten fand ich es eigentlich über weite Strecken haben wir gut verteidigt, jedoch nicht bis zum Schluss. Und das war, wir kriegen, glaube ich, schon ein paar Tore im Zeitspiel, wo dann die großen Jungs wie Rubin oder Stefan, der dann nochmal so ein Ding aus dem Rückraum raushaut. Und und dann fehlen uns klar diese einfachen Tempotore. Und in der zweiten Halbzeit tun wir uns auch
vorne ziemlich schwer. Finde nicht so die Lösung, nicht mehr so viel Spielfluss vielleicht. Und treffen dann aus dem Rückraum auch, denke ich mal, zu wenig. Vielen Dank. Wir schließen ab mit dem Statement von Stefan Czavo, der seinen Vertrag verlängert hat. Erstmal viel Erfolg zum Lengo, zum nächsten Spiel und diese ganze Saison, was kommt jetzt. Ich muss sagen, dass heute alles, was wir haben mit Ben gesprochen, hat geklappt. Aber das Erste und Wichtige war unsere Abwehr zusammen mit Till. Ich denke, dass alles diese 60 Minuten, wir waren sehr gut in Abwehr. Und das ist unsere, ich kann sagen, das ist unsere Option, was müssen wir immer machen, das müssen wir sehr gut aufspielen und dann probieren in Angriff einfache Tore oder Gegenstoßtore machen. Vielen Dank. Wir kommen zu den Fragen der Journalisten. Benne, ihr habt Felix Danner ab der wievielten Minute nur noch als Kreisläufer und Abwehrspieler auf dem Feld gehabt. War das so geplant, dass die anderen zwei, Niefel und Gemp, dann nicht mehr zum Zuge gekommen? Ich denke, das ist das, was ich meine mit intelligentem Verteidigen. Plus man schaut sich die ersten Angriffe an und überlegt sich, okay, was hat sich der gegnerische Trainer überlegt, was hat sich Lemgo überlegt. Und dir ist bestimmt aufgefallen, dass ich Danner nach 10 Minuten rausgeholt habe erstmal. Und dass wir dann umgestellt haben, den Innenblock komplett neu besetzt haben, also mit Olle auf der 3 und Felix dann auf der 4, was mehr Stabilität gebracht hat als in den ersten Viertelstunde. Und dadurch auch Lenny und Chucky und die Halbposition eine andere Sicherheit hatten. Und dann war es so, Flo hat auch angesprochen, es geht ja in so einem Spiel auch immer darum, Stärken vom Gegner einfach wegzunehmen. Und wenn Flo davon spricht, dass sie nicht ins Tempo gekommen sind, dann ist für mich einfach schwierig bei langem Wechsel. Ein Wechsel wird schon attackiert, zwei Wechsel kann ich mir kaum noch erlauben. Und deshalb war für mich dann wichtig, einfach wirklich positionsgetreu zu wechseln, dass einfach Lemgo nicht zu schnellen Toren kommt. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen dann. Wenn Sie unsere Mannschaft besser kennen würden, Bobby Schagen spielt sehr häufig eine ganze Halbzeit auf halb rechts. Deswegen hatte das jetzt nicht so viel mit Freddy Simak zu tun. Ja, es ist halt schade, im Abschlusstraining hat er sich verletzt. Das ist dann immer ein bisschen doof, weil man nimmt sich schon ein paar Sachen vor. Ich glaube, Freddy hat auch eine ganz gute Rolle bei uns, um die anderen Spieler ein bisschen zu unterstützen. Ja, aber letztendlich hätten wir heute auch, glaube ich, mit einer besseren Leistung ohne Freddy Simak hier gewinnen können. Und wir, das machen wir schon seit Jahren nicht mehr, dass wir irgendwo über verletzte Spieler reden und das als Schuld sehen oder irgendwas anderes. Wir müssen, glaube ich, gucken, dass wir ein, zwei Dinge hätten besser machen können und besser machen müssen, um hier eine Chance zu haben. Und jetzt hoffen wir, dass am Montag bei der Untersuchung rauskommt, dass es nicht ganz so schlimm ist, und dann schauen wir weiter. Es gibt keine weiteren Fragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und eine gute Heimreise nach Lemgo.